Moin Moin, wir sind Link Van Johnson and the Dusters und ihr schaut MBZ Play. Oh my light, yeah my light shines so bright it has never shone before. Often happy, at times sad, mostly sane, sometimes bad, but I guess I am blessed to have. Das Debüt wird heißen wie wir, Link Van Johnson and the Dusters. Das, was draufsteht, ist auch drin. Und wir haben es im Studio House Music Entertainment aufgenommen hier in Oldenburg. Gunnar Marz. Aufregend war die Tatsache, dass wir alles live eingespielt haben, also immer in One Take. Weil wir uns überlegt hatten, es ist halt ein. Man kommt so dem Live-Feeling einfach näher. Und wenn man dann so einen Song hat, der ja einfach mal so die 4, 5 Minuten irgendwie überschreitet, und denkt man sich so, ja, ist klar, alle Saiten klingen, alle Akkorde richtig griffen, ich bin noch im Timing, der König auch, okay, ja. 10, 9, 8, 7, falscher Akkord, und du musst es von vorne anfangen. Gut, meistens war es Tristan, der sich verzockt hat. Also, wir suchen an dieser Stelle auch einen neuen Schlagzeug. Nein, und das war, aber das war, war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung. In the end I'm happy I survived. Oh my light, yeah my light shines so bright it has never shone before. Often happy, at times sad, mostly sad, sometimes mad, but I guess I am blessed to have the shine. Das erste Mal zu sechs sind wir jetzt seit 2 Wochen. Also Max war im Studio noch nicht mit dabei. Das ist ja eine, es ist schwierig zu erklären. Es gibt eine Festbesetzung sozusagen, aber damit die Band spielfähig bleibt. Also Lina zum Beispiel fliegt jetzt nach Kuba für längere Zeit. Und so war dann Max der Sub für die Zeit. Und dann haben wir bei den Proben rausgefunden, also das ist halt, das funktioniert so gut, die beiden verstehen sich gut, das hat halt sofort geklickt, auch musikalisch. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen damit auch einfach auf die Bühne, weil es ist, Max bringt halt eine Spielweise mit, also vom menschlichen Herz, aber wie gesagt auch die spielerische Komponente irgendwie, die es vorher noch nicht gab. Das ist halt, das hat den Sound noch mal mehr bereichert, und dann habe ich halt entschieden, gut, dann sind wir jetzt zu sechst. Dominik kümmert sich halt um die Proben, keine Ahnung, so die Plakate, Flyer und sowas, da habe ich mich jetzt ein bisschen hintergehangen. Link schreibt halt die Songs und sieht gut aus so. Ich schmier immer ein Butterbrot, wenn genau, ihr Hunger habt. Lina ist so ein bisschen die Mutti, und Tristan, der ist einfach da. Also. Ihr seid so nett zu mir. Ja. Also jeder hat halt so ein bisschen seine Aufgaben, aber das ist halt irgendwie keine Rolle, sondern einfach, damit nicht einer alles machen muss. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. I was standing by my window on a cold and cloudy day. Spontanität, ja, großes Thema bei uns. Das war, Max musste das schon durchmachen, eigentlich musste das jeder durchmachen. Wir waren, als wir das erste Mal zum Beispiel zu zweit unterwegs waren, Lina und ich, da fiel mir dann auf der Bühne auf, ich habe ja gar kein Solo-Instrument und ich kann selber keine Soli spielen. Und dann musste Lina halt spontan in dem Moment ad hoc auf einmal anfangen, die Gitarren-Soli-Parts also irgendwie zu substituieren mit der Geige. Das hat sie ganz wunderbar gemacht. Das ist so ein bisschen wie das Küken aus dem Nest zu schubsen und zu sagen, so, ja, ich hab dir ja, ich glaube an dich und ich habe ja gesagt, du kannst fliegen. Und würde das aber nicht machen, wenn ich nicht wüsste, dass die Band das, ja, dass sie halt solieren kann. There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky.
also die ersten Male war ich ein bisschen überrascht, überfordert und einen ganz kurzen Moment auch so, warum muss ich das denn jetzt machen? Spiel doch selber. Aber ja, wie gesagt, ne, das Schubsen, ich habe inzwischen gelernt, dass das eben tatsächlich funktioniert, auch auf der Geige Soli zu spielen. Man muss sich da ja auch mit abfinden, ne? Also ich meine, wenn das ansagt, dann muss ja auch was kommen. Also es ist halt auch, da kann ich sagen, Tristan Solo und du so, nö. Also dann, das ist halt, der, dann wäre es ja noch schlimmer. Dann, wenn er das Solo fordert, hat er ja auch, dann merkt man ja auch, er hat Vertrauen in einen und dann hat man auch, dann denkt man halt auch, okay, dann muss ich das jetzt und dann mache ich das auch. Und dann wird es ja auch immer ja. Gut eigentlich. Bananensolo, yes. Bless you, hear the shine. Oh, my light, my light, yeah, my light shines so bright, it has never shown before. Often happy times, sad, mostly seen, sometimes bad. But I guess I'm blessed to hear the shine. Oh, I guess I'm blessed to hear the shine. I guess I'm blessed to have this shine.